wir gehen jetzt weiter von der Community im Aktivismus hinein in ein ganz ein anderes Thema, und zwar in die Psychologie. Im ECFS hat er ein Problem oder hatte schon seit langem ein Problem, dass es eben sehr häufig als psychische Erkrankung unter Anführungszeichen diagnostiziert wurde, abgewertet wurde auch oder wird noch immer. Und es gibt hier, ja, es wird schon besser, sagen wir es mal so, es wird schon besser, aber es gibt noch immer diese Tendenz, im ECFS eben zu psychologisieren oder zu psychiatrisieren. Und wir haben uns deswegen auch überlegt, bei unserem Programm jemanden einzuladen, der sich wirklich mit der Materie auskennt, einer der wenigen Experten auch, genauso wie der Dr. Commander Lett, einer der wenigen Ärzte für ME/CFS ist, so ist unser nächster Vortragender einer der wenigen Experten aus dem Bereich der Psychologie. Dr. Markus Gohle ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe sowie Philosoph und praktiziert in Linz. Er ist allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Berufskunde. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Berufskunde und Psychologie sowie Philosophie und Psychologie. Er ist einer der wenigen Spezialisten in Österreich, der das Krankheitsbild ME/CFS mittels internationalen Diagnosekriterien von psychischen Erkrankungen abgrenzt. Und heute wird er uns dazu in seinem Vortrag mehr erzählen. So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr noch da seid. Ich bin auch noch da. Wir haben 20 Minuten gemeinsam. Wird schnell verfliegen. Ich werde aufs Wesentliche eingehen und blitzlichtartig die Punkte bringen. Falls ich zu lang bin, bitte was sagen, irgendein Zeichen geben und dann passt es. Ihr wisst ja, Philosophen und Psychologen reden gern und reden viel, aber ich probiere mich selbst zusammenzuhalten. Das Thema ist mir wichtig. Bevor ich beginne, um zu zeigen, wie die Psychologie beitragen kann, kleine persönliche Fußnote, warum ich das mache. So wie bei all meinen Vorrednerinnen, es ist der Zufall. Betroffen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit dem ECFS und mehrere Zubuchungen zur Erwerbsunfähigkeitspension von betroffenen Personen. Und das seit 3 Jahren gehäuft. Und mein Punkt war, naja, irgendwie, es gibt doch eh viele Ärzte in Österreich, die müssen das ja eh wissen, und was ist denn das große Problem? Naja, bis Betroffene bei mir in der Praxis gesessen sind, dann sieht man das Problem. Es ist nicht flächendeckend versorgt. Riesiger Wissensmangel, riesige Problemlagen. Und das will ich eben schauen und beitragen, dass das nicht mehr so sehr in meinem Bereich besteht. Und schon starten wir in die Materie rein. Ich habe mir überlegt, ich werde an virtuellen Patienten, Patientin durchtragen, praktisch relevant machen. Wenn Personen in die psychologische Praxis kommen und über Erschöpfung klagen, kann das alles oder nichts sein. Himmel oder Hölle sein. Gravierend, nicht gravierend sein. Klick. Von ganz allgemeinen Symptomen auf der linken Seite, das, was wir alle können, und erkennst die Sprüche. Ich bin einmal müde sind wir alle. Das hört man leider zuhauf. Bis hin zur rechten Seite, wo ME/CFS abgebildet ist. Und wenn man auf die Diagnosen schaut, tummelt sich eine große Bandbreite an möglichen Optionen, wie Erschöpfung tatsächlich sich äußert. Und ich wette was, viele Betroffene, viele Verwandte, viele Bekannte kennen die meisten Diagnosen. Riesige Bandbreite mit ganz, ganz vielen Wörtern. Und der Schmäh dabei, und ich möchte meinen Vorredner anschließen, allzu oft passiert, dass Personen bei der PV Begutachtungstermine haben, ME/CFS-Diagnosen plötzlich in R53 umgeändert werden oder in Depression umgeändert werden. Einfach so. Aber das Problem ist, dass das schlichtweg verschiedene Sachverhalte sind. Andere Diagnosekriterien, andere Ätiologien, wie sie entstehen,
ganz verschiedenartige andere Behandlungen, andere Prognosen, anderer Verlauf, andere Konsequenzen für den Arbeitsmarkt und die Arzttätigkeit. Deswegen ist es wichtig, die Diagnose richtig und gerade hinzubringen, damit man gut unterstützen kann. Und in der Diagnostik unterscheide ich 5 verschiedene Wege, 5 Module, nennen wir es so. Da unterscheiden wir uns von ärztlicher Seite nicht so viel. Aber ich möchte es noch einmal kurz erwähnen. Der erste Schritt: Befunde lesen, Akteneinsicht nehmen. Das ist nicht immer ein Befund. Es sind 2, 3 Mappen teilweise. Riesiges Konglomerat. Aber anschauen, lesen, würdigen. Bestenfalls Wort für Wort lesen von vorn bis hinten. Aber zumindest die Konklusion und die klinische Einschätzung am Schluss lesen, damit man einen Überblick hat. Es geht nichts übers Reden. Im ECFS-Anamnesen bedeuten lang zu reden, zu sprechen, zuzuhören. Da eignen sich alle W-Fragen. Was war wann, wie, warum, weshalb? Das macht die Anamnese aus, die Geschichte zu erzählen. Viele Befunde heißen eine ganz lange Leidenszeit und dem muss Rechnung getragen werden. Schließlich Erheben des psychopathologischen Status, sperriger Begriff, heißt im Prinzip, die psychischen Elementarfunktionen anzusehen, um abgrenzen zu können. Aufmerksamkeit, Orientierung, Stimmungslage, Affekt, wie kann ich emotional mitschwingen, bis hin zu Ängste, Sorgen, was auch immer vorhanden sein möge. Das gehört abgeklärt, beobachtet, nachgefragt, systematisch. Psychologen wären nicht Psychologen, wenn sie nicht auch viele Testverfahren hätten. Notwendig. Damit werden die psychischen Elementarfunktionen besser, genauer, umfassender erhoben. Und das Gute dabei, man kann den Verlauf beobachten, von einem Messzeitpunkt zum nächsten. Aber das ist es nicht. Und der 5. Schritt ist, ME- und CFS-spezifische Fragebögen vorzugeben, Screeningbogen, Diagnostikpunkte vorzugeben. Glücklicherweise gibt es die in der Literatur. Leider sehr rar gesät, aber trotzdem vorhanden. Es gilt, diese zu verwenden, um ein umfassendes Bild zu haben. Also 5 Schritte, die ineinander greifen, die insgesamt den diagnostischen Prozess besser, runder, sauberer machen. Und jetzt kommen wir zu den Diagnosen, die ich vorher angewandt habe. Und jetzt kommt das Blitzlicht. R53, eine Lieblingsdiagnose von mir, ich selbst verwende es kaum. Das ist unter dem Kapitel R im ICD-10 kodiert. Das bedeutet Allgemeinsymptome, allgemeine Erschöpfung, allgemeines Unwohlsein. Und ihr seht, dass es in keinster Weise Rechnung trägt zu ME-CFS-Patientinnen. Burnout, wir kennen es, Z73. Das sind diejenigen Erkrankungen diagnostiziert, die die Anspruchnahme des Gesundheitssystems nach sich ziehen. Burnout ist fast immer gekoppelt an Arbeitsüberlastung, mit affektiven Symptomen im Vordergrund, Gereiztheit, depressive Verstimmungen. Bei ME-CFS ist die Affektivität, die Stimmungslage unauffällig. Das ist ein Merkmal, das sie unterscheidet. Also jeder mit Erschöpfung hat kein Burnout. So geht es weiter mit der Anpassungsstörung. Die erste im Kapitel der psychischen Erkrankungen. Wesentlich ist, dass da immer ein auslösender Faktor dabei ist. Ein wesentlicher Faktor. Und auch da sind die affektiven Symptome im Vordergrund. Ängstlichkeit, Depressionen, gedrückte Stimmungen. All das ist nicht vordergründig bei ME-CFS. Auch da ist der Unterschied gegeben. Man muss nur genau hinschauen. Schließlich die weiteren Punkte. Liebling, Neurasthenie. Ihr seht es in Fett abgedruckt. Überbleibsel der Freud'schen Ära 19. bis 20. Jahrhundert. Neurasthenie ist so ein vages Konstrukt. Im Prinzip sagt Neurasthenie, Menschen sind erschöpft, sind gleich müde und haben weitere Symptome wie Schlafstörung. Punkt. Vage Konstrukte haben das Problem, dass so gut wie alles reinpasst. ME-CFS hat klare Diagnostikkriterien
Und die besten, die sie empirisch validiert haben, sind die von IOM und den kanadischen Konsenskriterien. Der Ursprung ist immer körperlicher, nicht von der Psyche auf den Körper. Also ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Depressionen. Kardinalsymptome sind da getrickte Stimmungslage, Interessensfreudverlust, Antriebsverminderung und dergleichen. Aber bei ME/CFS-Patienten ist es nicht vordergründig. Und meine Lieblingsaussage, und ich zitiere haufenweise Patientinnen, ich will, aber ich kann nicht. Antrieb unauffällig und keine affektiven Symptome im Vordergrund. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Zu guter Letzt, wir kennen es, alles nur psychisch. Wenn du nicht weißt, dass du depressiv bist, bist du es trotzdem. Alles nur psychisch bedingt. Nein. Somatisierungsstörungen haben den Hintergrund, dass ein ständiges Denken an den Krankheitsgeschehen vorrangig ist. Dass eine Menge an Befunde vorliegen und wo die körperlichen Befunde nicht den Leidensdruck entsprechen. Sprichwort, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Aber das ist nicht der Fall bei ME/CFS. Da gibt es keine Kausalrichtung, dass psychische Vorgänge, psychische Inhalte in den Körper hineingeladen, somatisiert werden. Und ebenso, obwohl Standarduntersuchungen negative Ergebnisse bringen, heißt es nicht notwendigerweise, dass es psychisch sein muss. Und okay, an meine Vorrednerin, es gibt wunderbare Forschung, die aber keine Kassenleistung sind, die nicht üblicherweise nachgeschaut werden. Da gibt es eine riesige Bandbreite an Möglichkeiten. Das sagt die aktuelle Forschung. Also Standardlaboruntersuchungen negativ, schauen wir genauer hin, wird es positiv. Aber was machen wir denn jetzt damit? Wann ist denn dann eigentlich ME/CFS-Diagnose gerechtfertigt? Ich habe zwei Teile. Der erste ist der destruktive Teil, meine Wortwahl. Weder körperliche noch psychische Erklärungen erklären die Symptomlast. Der erste Schritt. Zweiter Schritt, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Es ist nicht nur der letzte Rest vom Schützenfest, wenn alles ausgeschlossen ist, sondern klare empirisch validierte Diagnostikkriterien, IOM, kanadische Konsenskriterien und das größte Kardinalsymptom ist die Post-Exertional Malaise. Länger als 14 Stunden differenziert genau dieser Wert zwischen der Patientinnengruppe, ME/CFS, und der Nicht-ME/CFS-Gruppe. Und das sagt die Forschung. Also ignorieren wir das nicht. Da sollten sofort alle Alarmglocken schrillen als Diagnostikerin, in diese Richtung zu denken. Man kommt zur Diagnose durch ein Zusammenspiel all der Punkte von vorher. Befunde, Aktenlage studieren. Anamnese führen, psychopathologischen Status erheben, Fragebögen aus der Psychologie plus ME/CFS-spezifische Fragebögen. Dies wird der klinischen Wertung unterworfen, dann kommt am Schluss die richtige Diagnose raus. Zu guter Letzt, und das war im Video ganz gut zu sehen, es nagt auch an der Psyche. Vorrangig, ich habe probiert, alle Daten zusammenzusehen von großen epidemiologischen Studien. Und man sieht, Depressionen ist das, was oftmals bei ME/CFS-Patientinnen, aber auch anderen Personen mit chronischen Erkrankungen vorkommt. Da ist die Prävalenzrate doppelt bis dreimal so hoch wie in der Normalbevölkerung. Aber auch irgendeine psychische Erkrankung, F-Diagnose, ist bei chronischen Erkrankungen und ME/CFS höher als in der Normalbevölkerung. Man sieht, ca. 50-70% haben irgendeine psychische Problematik damit und ca. 2/3 bis 3/4 haben gar keine in der Normalbevölkerung. Wenn man Angst anschaut, ist es etwas erhöht und was nicht erhöht ist, sind die somatoformen Störungen, die Somatisierungsstörungen. Also gibt es ja schon ganz gute Anzeichen,
dass die Somatisierung als Hypothese so gut wie weg ist. Und wenn diese psychischen Missempfindungen hinzukommen, sind sie entweder schon vorher da, bevor sich ME/CFS entwickelt, zwei Paar Schuhe, oder reaktiv auf die chronische Erkrankung. Und das ist der Punkt. Psychische Erkrankungen sind weder Ursache noch aufrechterhaltende Faktoren für die Grunderkrankung. Das ist der wesentliche Punkt, der nicht vermischt werden muss. Darf. Ich bin am Ende. Ich hoffe, ich habe die Zeit tatsächlich eingehalten. Ich freue mich auf Fragen. Ich bin da. Ich hoffe, ein kurzes Blitzlicht geben zu haben. Ja, herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Vortrag. Gibt es jetzt aus dem Publikum Fragen? Ja. Ich engagiere mich auch bei der ÖG für ME/CFS. Ich betreue dort die Anfragen über die E-Mails. Und eine Frage, die ganz, ganz häufig gestellt wird, ist, ich habe eine Begutachtung und bin bei der Person eingeladen. Wie soll ich mich da verhalten? Und das ist für viele schwierig, weil man manche Sachen nicht in den Vordergrund stellen möchte. Heute zum Beispiel kam auch wieder die Frage, mein Kind bekommt Medikamente für eine psychische Erkrankung, für zum Beispiel eine Depression, die aber entstanden ist durch die Krankheit. Soll ich das dann dazu sagen oder wäre ich dann gleich in eine Schublade gesteckt? Was wäre Ihre Empfehlung, wenn man in so einer Situation ist, wie man sich da am besten verhält? Meine Empfehlung ist, die Zeitreihe, den Längsschnitt gut hinzubringen, kurz und knackig. Also ME/CFS-Diagnose 2020. 2021 reaktive Depression und behandeln psychiatrisch. Keine Änderung der ME/CFS-Symptomatik, aber Verbesserung meiner Stimmung. Als Beispiel. Punkt. Das ist das, was ganz klar unmissverständlich formuliert ist und tatsächlich in dem Jargon, wo es Gutachter gern haben. Kurz, umfassend, knackig. Das kann ich mitgeben. Dankeschön. Ja. Das ist gut. Ja, danke. Gibt es weitere Fragen? Sonst hätte ich auch noch ein paar. Genau. Und zwar eine Frage ist, was in der Community manchmal diskutiert wird, unter welchen Bedingungen kann jemand mit ME/CFS noch einem Beruf nachgehen und bis zu welcher Bell-Skala, da müssen wir kurz erklären, was die Bell-Skala ist, für die, die es nicht wissen, ist das tendenziell möglich? Mhm. Jetzt sind wir mitten im Geschäft, die Arbeitspsychologie und Berufskunde. Sagen wir so, wenn man über Erwerbsunfähigkeitspensionen spricht, ist immer der regionale erste Ortsmarkt schlagend unter ganz normalen Bedingungen. Das sind strengere Bedingungen. Aber wenn es heißt, irgendeine Arbeitsfähigkeit mit Entgegenkommen des Arbeitgebers, kann man ganz viel machen. Da ist noch viel mehr möglich. Also wenn man die Bell-Skala heranziehen will, ich habe es nicht auswendig im Kopf, leider zu meiner großen, großen Schande. Doch, du kannst kurz erklären, was die Bell-Skala ist. Das ist eben eine Einteilung von der Schweregrade bei ME/CFS. Und es gibt da 10 Stufen, also von 100% bis auf runter auf 0. Und je weiter bei 0, desto mehr beeinträchtigt. Und auch da wird die Selbstfürsorge, auch da wird die Mobilität und auch da wird die Ortsfähigkeit mit reinkalkuliert. Sozusagen als Beobachtung aus dem Gespräch tatsächlich einen Wert zugeordnet. Meine Erfahrung ist, mit der Ortsfähigkeit und ME/CFS, dass leicht bis moderat betroffene Personen in Teilzeitbeschäftigung und mit Entgegenkommen des Arbeitgebers gut bestehen können. Nicht bei körperlich schweren Arbeiten wegen der Belastungsintoleranz, nicht bei zu schwierigen kognitiven geistigen Arbeitsanforderungen. Da habe ich bisher gute Erfahrung. Bei moderat bis schweren, sehr schwer betroffen ist Ortsfähigkeit völlig illusorisch. Das funktioniert nicht, kein Bestehen am ersten Ortsmarkt.
Doch mit noch so großem Entgegenkommen des Arbeitgebers ist es nicht wirklich realisierbar. Ja, okay. Sehr spannend. noch eine Frage, und zwar, was hältst du von dieser manchmal vorgebrachten Idee, dass bestimmte Persönlichkeitstypen, zum Beispiel sehr leistungsorientierte Personen und ME/CFS zusammenhängen könnten? Mhm. Das ist eine spannende Frage, denn diesen Punkt habe ich mir in den Folien gestrichen, weil ich es nicht überladen wollte. Es gibt auch zum Glück gute Studien, welche Persönlichkeitsstörungen mit ME/CFS und der Normalbevölkerung vergleichen. Da sind die Zahlen in dieser Patientinnengruppe ca. 5-12% der Patientinnen haben eine Persönlichkeitsstörung, aber das ist genau das Gleiche wie in der Normalbevölkerung. Sozusagen gibt es keine wirklich große Häufung in den Prävalenzraten, abhängig von der Gruppenzugehörigkeit. Sehr wohl lässt sich beobachten, dass auch im psychischen Bereich eine Menge an Komorbiditäten vorhanden ist. Also eine psychische Erkrankung macht die Wahrscheinlichkeit einer zweiten und dritten höher. Da lässt sich beobachten, dass bei ein, zwei vorhandenen psychischen Erkrankungen auch oftmals eine Persönlichkeitsstörung, Persönlichkeitsakzentuierung in diese Richtung mit dabei sein kann. Aber das ist wiederum losgelöst von der Patientinnengruppe versus normale Bevölkerungsgruppe. Das lege ich der Zusammenhang der psychischen Erkrankungen untereinander. Also diesen Zusammenhang lässt sich irgendwie aufgrund der Datenlage ziemlich wegwischen. Okay, ja. Und eine Frage hätte ich noch, kurze. Wenn du Menschen mit ME/CFS beurteilst, wo liegen da die größten Herausforderungen, zum Beispiel bei Menschen mit schwerem ME/CFS? Du hast die Problemlage in der Anamnese, im Zeitfaktor. Anamnesen, wenn es umfassend ist, das längste bei mir war 2 Stunden. Das waren leicht bis moderat Betroffene. Das ist schwer Betroffenen nicht zuzumuten. Man muss die Anamnese aufspalten, man muss eine Fremdanamnese mit involvieren, Partner, Lebensgefährte, Familie, und der Faktor der Fragebögen fällt weg. Dadurch wird es dann schwierig, alle Symptome ganz genau zu erfassen, weil die Datenlage nicht so umfassend ist, wie bei jemandem, wo der Schweregrad weniger ausgeprägt ist. Das ist die Herausforderung. Gibt es noch Fragen? Wir Moderatoren nutzen das gnadenlos aus hier, dass wir dem Mikrofon so nahe sind. Ja doch, ich habe noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, klar, es kommt auf die Reihenfolge an, nicht? Also sozusagen so ME/CFS war das zuvor und danach zum Beispiel eine sekundäre Depression, die sich daraus ergibt, nicht? Das ist natürlich ganz wichtig und ist tatsächlich auch ganz häufig. Es ist aber natürlich in der Praxis auch ganz häufig so, dass Patientinnen, bis sie dann mal, wenn überhaupt, eine ME/CFS-Diagnose bekommen, vorher schon einen langen Weg durch die Ärzteschaft hinter sich haben. Und ich würde jetzt mal sagen, in einem sehr hohen Prozentsatz ist da auch eine F-Diagnose dabei. Also und zwar für genau dieselben Symptome, die nachher von einem Experten vielleicht als ME/CFS diagnostiziert worden sind, wo vorher halt wer dann einfach mal geschrieben hat, weil irgendwas muss man schreiben, Somatisierungsstörung. Wie geht man mit sowas um, wenn man von sowas betroffen ist? Von der Sicht des Betroffenen? Ja, genau. Gut. Ja. Jetzt sind sehr genaue Fragen. Ich probier darauf einzugehen. Also aus Gutachtensicht ist der Längsschnitt wichtig und die Befunde, die vorliegen, um da sich die einzelnen Faktoren rauszudröseln. Und dasselbe würde ich auch Ihnen Betroffenen raten, genau die Zeitschiene hier zu haben und zu sagen, welche Symptome zu dem Zeitpunkt vorhanden waren, kurz und knackig, wie vorher erwähnt. Und das ist das Einzige, was man in dem Fall tun kann. Darauf pochen, darauf beharren, wie es in dem Moment damals war. Und das ist es. Es wird dann im Laufe der Zeit später, wie du gesagt hast, eh anders klinisch gewertet, doch zu dem Zeitpunkt
Leider ist es so, ist die F-Diagnose vorhanden, ist die Somatisierungsstörung vorhanden. Man kann wirklich nur darauf bestehen, den Sachverhalt besser aufzuklären, den Sachverhalt besser rüberzubringen bei der nächsten Begutachtung. Das ist der Punkt, was man machen kann. Ist vielleicht etwas enttäuschend, doch das ist das, was man tun und beitragen kann. Also ich habe einige Bekannte, die jetzt eben begutachtet worden sind und denen ihr Problem ist, dass sie mittlerweile Diagnosen haben für Post-Covid, MI, CFS und so weiter. Aber der Gutachter schaut sich nichts an, hört ihnen nicht zu, da kann man noch so sehr auf Dinge pochen, das ist dem egal. Und dann hat man auf dem Wisch irgendwas stehen, hat tausendmal mehr Stress, als was es einem was bringt. Und was macht man dann? Also mit einer Begutachtung, die dann so ausfällt, wo man sich als Angehöriger oder Zuhörender eigentlich nur die Haare raufen möchte. Da muss ich recht geben, diese Punkte höre ich auch immer wieder in meiner Praxis. Da hilft Pochen tatsächlich nicht. Da ist das einzige Mittel, nach dem Gutachten, wenn er Bescheid ergeht, Rechtsmittel einzulegen. Und dann entsprechend dagegen zu argumentieren, entweder anwaltlich oder mit einem Privatgutachten von Ärzten, Psychologinnen eurer Wahl, um dagegen zu halten. Und das ist ja die Frage mit Privatgutachten, weil diese Anfrage kriege ich immer wieder mal und ich möchte es noch einmal klarstellen. Privatgutachten ist der einzige Weg, gegen Bescheide Gerichtsgutachten anzugehen. Und entweder werden diese Privatgutachten völlig ignoriert oder sie werden mit einbezogen. Es ist immer ein Glücksspiel. Man kann da absolut nichts versprechen. Doch es ist der einzige Weg, dagegen zu halten. Man muss klagen, man muss alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist das, was man tun kann. Und ich kann auch euch raten, bei jeder Gerichtsverhandlung, lasst Gutachter einladen, zwingt es zur Erörterung des Gutachtens, bombardiert es mit Fragen, genau in dieser Art und Weise. Weil dann müssen sie Rede und Antwort stellen. Denn als Gutachter bist du verpflichtet, der Gutachten zu erörtern vor Gericht, wenn das eine Partei verlangt. Nicht bei PV-Begutachtungen, aber da sind die Rechtsmittel noch der Bescheiderstellung. Eine Sache vielleicht noch dazu, also die ÖG sammelt derzeit auch Erfahrungen in die Richtung. Also wenn man da auf der Homepage schaut, das ist eh gleich auf der Startseite angeschrieben, wenn man Erfahrungen gemacht hat in die Richtung, wenn man Gutachten erstellt bekommen hat, die, bei denen man sich nicht gut betreut gefühlt hat oder sonst negative Erfahrungen gesammelt hat, kann man das dort, also wir sammeln das, das kann man dort melden. Das Beste wäre natürlich, wenn man bereit wäre, tatsächlich auch die originalen Gutachten dort zu lassen. Ja, da muss man halt auch dafür bereit sein, aber prinzipiell wird das momentan gesammelt werden. Wir schauen, was man dann damit machen kann. Ich hätte selber auch noch eine Frage. Und zwar auf der vorletzten Folie hat man gesehen, dass in den USA keine Daten für Somatisierungsstörungen da sind. Gibt es die Diagnose nicht in den USA? Nein, die gibt es schon. Es wurde in dieser epidemiologischen Studie einfach nicht erfasst. Das war der einzige Punkt. Danke. Danke. Noch irgendwelche Fragen? Okay. Ah, ja. Eine ganz kurze Frage zum Abschied, weil ich es schon so oft gelesen habe bei den Vordiagnosen. Vielleicht kannst du noch einmal als Fachmann erörtern, was ist eine Erschöpfungsdepression und wie kann man das am besten von der Fatigue-Symptomatik und PEM unterscheiden? Ja, Erschöpfungsdepression ist wieder ein wunderbarstes Zaummixen von zwei verschiedenen Diagnosen, Depression und Burnout. Letztendlich der Unterschied ist, im Vordergrund stehenden Symptomlage der affektiven Symptomen einerseits, Burnout, Depression, Erschöpfungsdepression, wie auch immer verbal benannt, und andererseits die Kardinalsymptomatik von PEM, Größe 14 Stunden bei ME/CFS. Das erlaubt an, tatsächlich gute Einteilungen zu machen. Auf das würde ich dann drauf schauen.